So, hier oben. Ich meine, ja, hier ist der Alarm aber gerade in vollem Gange, das möchte ich dann nicht unbedingt. Beugt der Stichelnde, wird Chuck Flack der Ältere verraten, stelle sicher, dass er der neue Häuptling wird. Das ist sehr gut. Was haben wir hier unten noch? Räche den Tod von Mox, indem du Golem der Edle tötest. Ah, Blutrache. Mox, der alte Mox. Oxy, Moxy. Dann gehen wir mal von unten wieder rein. Ich gehe mal vom Turm aus wieder rein, damit der Alarm vorbei ist von der Festung. Weil sonst können wir uns ja dumm und dämlich suchen. Dann können wir das Pferd von hinten aufzäumen sozusagen. Sekunde, bin gleich wieder da. Moment, ganz kurz. Und schon wieder da, nur mal ganz kurz den Kaffee wegbringen gewesen. Das muss auch mal sein. Das kommt auch, wenn man früh am Tage aufnimmt. Also relativ früh. Also heute ist die Frühheit sehr relativ, weil der Tag etwas später begonnen hat. So, Frage ist, wo wollen wir als erstes hin? Hier ist ein Sklavenaufstand, den können wir mal ganz kurz... Ne, das sind ja immer so kleine Sachen, da muss man ein einziges Sklavilein befreien. Das kann man ja mal machen und da wir weit gucken können... Es gab noch einen anderen Gefangenen. Er hat die Wachen abgelenkt, als wir geflohen sind. Bitte, rette ihn! Okay, ja, das können wir sicherlich machen. Fremder. Ja, keine Ursache. So schnell kann es gehen und der da unten hört sowieso auf uns. Und wir sind wieder mitten in der Festung, ohne dass die Alarm schlägt. Das gefällt mir sehr gut. Diese Festung. Ah, die kennen wir aus einer anderen Quest. Ja, ja, ja. Ich habe gerade überlegt, ob die jetzt kopiert wurde aus der anderen Map. Wurde sie aber nicht. Das sieht einfach nur... Ne, es sieht nicht mal ähnlich aus. Es ist einfach nur aus dieser Karte. Auf dich zukommen siehst und etwas in ihm blüht, dann kämpfe damit auf Blut, denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer. Das ist dein Ende, ruft wer? Tja, keine Ahnung, mein Ende hoffentlich nicht. Wo ist denn... Ich kenne den Geschmack von Blut. Ja, 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 der Geist der Flammen. Es war nicht genug, die Diener des dunklen Herrschers lediglich zu töten. Er ließ sie von den Flammen verschlingen. Töte Uruks mit Brandpfeilen? Mit was für... Ach, wir haben ja Brandpfeile, aber wie? Ich hab doch noch nie Brandpfeile benutzt. Scheiße. Wie geht das? Ich hab das noch nie gemacht. Mist. Hallo. Ich hab das doch noch nie gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wie man Brandpfeile benutzt. Das wäre mal interessant zu erfahren auch. Schattenangrifftötung. Das ist ja kein Brandpfeil. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier. Warte. Verbesserungen, Brandpfeil. Da muss doch irgendwas dran stehen. Ich bin ja auch doof. Wenn du deine Trefferserie auf, deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Das heißt, die Trefferserie muss aufgeladen sein. Scheiße, aber da die alle auf uns aufmerksam sind, geworden sind, ist es echt schwierig. So, kommt denn da jetzt einer hoch? Die verschwinden einfach. Wer ist
Ja, ich bin hier oben, aber... Mist, jetzt habe ich vergessen, ich habe vielleicht nicht nur einen Brand... Mann, ich hätte vielleicht nicht nur einen Pfeil schießen müssen. Nein, ich bin so doof. RB. Aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ist halt neu, ne? Mann, ich habe doch RB gedrückt. Willst du mich verarschen? Das ist echt ätzend. Also Brandpfeile werde ich bestimmt sehr oft machen. Ja, das könnt ihr gerne machen, aber könnt ihr mal da eine Fresse dabei halten. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich brauche nämlich ein Kräutchen. Scheiße, ich bin noch ausgewichen, Mann. Schon wieder. Es sind aber zu viele Schläge auf einmal. Das mag sein. Ich drück doch RB. Der macht nichts. Ach so, das wusste ich nicht. Das ist eine Info, die hat mir einfach noch gefehlt. Sonst hätte ich es doch gleich gelassen. Jetzt geht Brandpfeil natürlich überhaupt nicht mehr. Ist das ätzend. Und es werden wieder mehr. Na endlich, einmal hat's geklappt. Das mit dem Brandfeind ist nicht so meins, muss ich zugeben. Ich bleib lieber bei klassischen Sachen. Weil bis man die Serie aufgeladen hat und hier ist man sowieso dauernd unter Strom. Nein, jetzt ist schon wieder die Aufladung weg. Es ist ätzend. Scheiße. Nein, und schon wieder kein Elbengeschoss. Und da kommen wieder Leute nachgerutscht. So, es ist quasi unmöglich, hier alle zu besiegen. Es sei denn natürlich, wir machen das mit dem Brandpfeilen, weil es kommen immer wieder Gegner nachgerutscht. Hier sind jetzt auch keine Brandpfeile mehr. Scheiße, wo kriege ich die jetzt her? Da. Oh Mann, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe hier. Scheiße. Hallo? Nein, es hat einfach so geschossen. Fick dich doch, Alter. Was für eine Kackaufgabe. Entschuldigung, Brandpfeile sind leider nicht meins. Ich muss es zugeben. Ich werde mit denen einfach nicht warm. Hahaha.
So, den einen kriegen wir jetzt aber auch noch hin. Da wäre doch gelacht. Also ganz ehrlich, halt Mittelerde nehmen wir auseinander wegen so einer Scheiße hier. Müssen wir uns streiten. So, Geist der Flammen, geh weg, ich mag dich nicht. Na, wie fertigst du für mich den Ring als Lohnfeld an den treuen Dienste? Sollen seine Pfeile stets ihr Ziel treffen, aber dann bitte ohne Flammen? Das können wir gerne zwischendurch mal irgendwo machen, aber es nervt im Kampf, den Bogen zu benutzen, ist... Weiß ich nicht. Ich finde, das nimmt so ein bisschen... Zumindest bei mir den Flow raus, bei anderen vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Bogenlegenden 10 von 10, ich freue mich sehr. Charles. Asgard, eine vollendete Reise. Seine Stärke ist auf dem Höhepunkt. Ja, ja, guck mal hier hin. Da habe ich was für dich. So, und wenn wir schon mal hier sind... Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Das hoffen wir doch alle. Oh, wer ist das denn? Horhog, der Würger. Elite-Hauptmann. Der war in einer Elite-Universität, deswegen ist er Hauptmann geworden. Okay, hier ist es nicht. Es muss irgendwo unter uns sein. Dieser stinkende Waldläufer kann so viele Krieger töten, wie er will. Aber wir haben viele weitere, die gegen ihn kämpfen. Ah, hier. Ich kann meinen Sklaven sicher schön laut schreien lassen. Ja, das ist schön, aber bitte nicht, während ich vorlese. Zweiter verschlüsselter Tagebucheintrag. Schlau, äußerst schlau. Diese Nachricht auf Pergament geschrieben scheint in einer bisher unbekannten Chiffrierung verfasst zu sein. Es scheint weder eine Auslassungs- noch Ersetzungschiffrierung zu sein. Könnte es sein, dass die Nachricht verzaubert ist? Wir werden es wahrscheinlich erfahren, und zwar indem wir die Erinnerung abspielen. Hätte ich es nicht selbst gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Orks haben einen Verbündeten in den Fliegen gefunden. In Mordor werden die Leichen niemals knapp. Und ich dachte, dort finden die Fliegen ein reiches Mahl. Doch sie ziehen umher und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf. Ich meide sie, wo ich kann. Sie bauen ihre Nester überall. Und Tag und Nacht hört man ihr Summen. Die Orks beten dieses Ungeziefer an, sofern sie nicht selbst davon gestochen werden. Die Orks sagen, es seien Spione. Doch für wen spionieren sie? Sie gehören nicht etwa zu euch, oder doch? Saruman der Weise, la 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 la. Die Fliegen sind Spione und greifen an wie ein einzelnes Geschöpf, aber trotzdem, die können ja ihre Kraft nicht kombinieren. Es sind ja auch, wenn 100 Fliegen angreifen, sind es einfach 100 Fliegen. Da gehst du einmal mit dem Fliegenfänger durch und dann hast du eine Schmierspur. So. Ist ja nicht so, dass die Fliegen wie so ein Riesentransformer aus lauter Fliegen funktionieren können. Dame herausreiße, bevor ich ihm den Kopf... Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja, das sind die Spitze von Koronir. Oh, von wem bitte genau? Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Immer wenn ich... Die Dunkelheit im Inneren. Unter den Dienern des dunklen Herrschers verbreitete sich Argwohn und Furcht. Es bedurfte stets raffinierterer Methoden, um Verrat zu säen und seine Feinde zu vernichten. Da bin ich mal gespannt, wie raffiniert das jetzt wird. Hauptsache keine Brandpfeile. Erreiche die Wache des Henkers, ohne entdeckt zu werden. Töte niemanden, bis der Überfall beginnt. Die Wache des Henkers... Erreiche, ohne entdeckt zu werden, die Wache des Henkers? Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum? Das ist es. Der ist ja nicht getötet. Ich darf ja auch niemanden töten mit Zusatzziel. Sonst würde ich mich da einfach hin teleportieren.
So, hier unten waren wir ja bereits. Oh, wie angenehm. Gibt's hier zufällig... Nee, hier gibt's nix. Auf der anderen Seite ist der ganze Spaß. Hier ist leider gar nichts. Hurra. Der Grog reicht nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Damit ich die Hoffnung in ihren Augen schimmern sehen konnte, bevor ich sie ihnen ausgestochen habe. Das ist gut. Das muss ich auch mal probieren. Das war Gott sei Dank. So, hier ist nix. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Da hast du recht. Der ist eine harte Nuss. Bald kommt er auch hier vorbei. Ach du Heilige. Hoffentlich mit dem Kopf des Grabwandlers. Ohne dabei entdeckt zu werden. Gut, dass die Schützen auch noch bewacht werden. Nein! Der Koch sprach die ganze Zeit davon, dass wir auf die Jagd gehen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein, 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 du täuscht dich. Jetzt kommt er da runter. Die Wölfin muss sterben. Sie ist viel zu hartnäckig und ihre Armee wächst viel zu schnell. Vorsichtshalber. Ich schätze, der Mörder ist weg. Der Mörder? Welcher Mörder denn? Jetzt haben wir da zwei Bogenschützen. Das ist natürlich super. Einer ist aber zum Glück auf unserer Seite. Der Rüstmeister steht Tag und Nacht an seinen Blasebälgen. Gut. Wird auch Zeit, dass er mal einen Armbrusten bekommt. Scheiße, das wollte ich nicht. Als diese Menschen. Die waren so schwach. Sie konnten... Das ist gerade nochmal gut gegangen. Warte. Ich rieche etwas. Was denn genau? Etwa meinen Handschweiß? Hey, der ist auf unserer Seite. Das ist ja praktisch. Achso, das ist Erwin wieder. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Hallo. Ich habe Satz zu suchen. Hey, pst, guck mal hier. Hier sollte wieder so ein Ithilibithili sein. Ithilibithilisun. Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre, werde ich ihnen die Knie zwingen. Ich dachte, wenn wir schon mal hier sind, ich meine, eine bessere Gelegenheit kriegen wir ja wahrscheinlich nicht, das einfach mal mitzunehmen. Ist das hier? Hier ist kein Ithilibithili. Ist es vielleicht da drüben? Hier ist auch kein Ithilibithili. Aber da geht's drunter. Ah, hier, siehst du mal. Nehmen wir einfach mal mit. Der Höhlensumpf. Nanichir, Gelaer Mordor. Das, habe ich ja vorhin schon gesagt. Sagte mir sein Karagor sein Flamm. Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Deswegen suche ich sie die ganze Zeit hier, wie so ein Bekloppter. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch Magen. Da bist du nicht der Einzige. So, und da drüben haben wir auch noch was zum Entdecken, und zwar ein Artefakt. Und wenn wir schon mal da sind, ich meine, da sind ja eh keine Gegner. Zumindest laut Minimap. Eine bessere Chance kriegen wir hier einfach nicht, einfach so rumzuspazieren und die Sachen aufzulesen. Da ist es nicht. Karagor futtert uns doch nur das Hälften weg. Wenn sie unvorsichtig sind, machen wir sie zu unserem Mittagsschmaus.